Hallo und Ahoi zum sechsten Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toybox aus dem Jahr 2022. Es ist das sechste Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei Peertube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Genau, was haben wir denn? Die Karte noch nicht gefunden und noch keinen alternativen Weg nach Monkey Island. Da werden wir wohl erstmal ein bisschen quatschen. Was haben wir denn im Inventar? Wir haben den Platten Murray wieder. Und ansonsten alles, was wir vorher hatten. Was ist das? Plündernde Aussichten. Ah, die brauchst du nicht. Ich werde einen Weg finden, wie wir nach Monkey Island kommen. Schau nicht so mürrisch. Ich werde schon irgendwie einen Weg nach Monkey Island finden. Klar, mach du das. Hey Bob, hast du eine Idee, wie man ohne Voodoo-Trank nach Monkey Island kommt? Ich habe keine Ahnung. Und so darf es gerne bleiben, wenn du mich fragst. Keine Ahnung. Lenkt gar niemand. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Konservierungs- und Farbstoffen. Hört auf, Molly zu überfüttern, ihr faulen Säcke. Sie hat Verdauungsprobleme und ich habe es satt zu putzen. Erinnerung an die gesamte Mannschaft. Löscht Dämonenfeuer mit dem richtigen Löschmittel. Andere Methoden werden nicht funktionieren. Okay. Ich arbeite daran, wie wir nach Monkey Island kommen können, ohne einen Voodoo-Zauber zu benutzen. Freut mich zu hören. Ich arbeite gerade an etwas anderem. Gutes Gespräch, wir sehen uns. Ja, also ich muss sagen, die Dialoge gefallen mir im Deutschen auch. Im Englischen nicht schlechter, würde ich sagen. Oh, eine Quizkarte. Man sollte meinen, dass es auf einem Schiff die Möglichkeit gibt, das Wasser hin und wieder zu wechseln. Das können wir ja mal vorschlagen. Vielleicht solltest du das Wasser mal wechseln. Nur so ein Gedanke. Das ist kein Wasser. Ich mariniere die Tellerreste für das morgige Abendessen. Ich denke, ich werde morgen das Abendessen ausfallen lassen. Darf ich nach dem Pfefferstreuer fragen? Es war Dämonenpfeffer. Hergestellt aus Dämonenpaprika. Der schärfsten Paprika, die man bekommen kann. Gib ihn unter keinen Umständen auf etwas, das du essen willst. Ich mag scharfes Essen. Nicht so. Brennt auf dem Weg hinein, brennt auf dem Weg hinaus. Dazwischen? Verbrennungen. Das spielt aber keine Rolle. Der Streuer ist leer. Ich hab nichts mehr. Wow, ich bin mir nicht sicher, ob die schon ganz tot sind. Es klingt wie Schreie, aber sehr leise. Was ist die Suppe des Tages? Einige ehemalige Besatzungsmitglieder, die es nicht geschafft haben. Das ist eine Delikatesse.
Es ist schwer zu sagen, ob sie zum Kochen oder zum Kämpfen sind. Es ist süß, dass du denkst, dass es einen Unterschied gibt. Zuerst dachte ich, dass sich dahinter die Toilette befinden muss, aber nein, es ist nur die Speisekammer. Was ist das eigentlich alles für ein Zeug? Oh, Seeigelschalen, Gallengangsextrakt, Zucker, Fangkraut. Nichts Ungewöhnliches. Kann ich dir beim Abwaschen der Teller behilflich sein? Nee, die habe ich schon gemacht. Hier. Ugh. Gut, also hier können wir, glaube ich, nichts mitnehmen. Geht nicht. Garlet, du! Er steckt dort am Ruder fest. Er hat auch ein Messer im Rücken, aber das ist eindeutig nicht der Grund, warum er feststeckt. Ich muss sagen, ich dachte, du wärst für immer weg. Ich hatte sogar eine nicht geringe Freude daran. Es braucht mehr als ein Bad, um den alten Garlet loszuwerden. Jetzt zieh mich hier raus, bevor ich dich an deinen eigenen Eingeweiden aufhänge, Schrubbi! Nein, ja. Das heißt jetzt erster Schrubber. Was? Ich? LeChuck hat mir deinen Job gegeben. Dir? Unwahrscheinlich. Ich bevorzuge eine Managementrolle. Weniger Schmarotzen, mehr Faulenzen. Ich werde deine Bauchspeicheldrüse meiner Ratte als Kissen geben. Na, da ist jemand nicht sehr freundlich. Du solltest vielleicht einen freundlicheren Ton anschlagen. Das ist mein freundlicher Ton, du plappernder Haufen Exkremente. Naja. Ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. Und du? Nun, technisch gesehen muss ich gar nicht atmen. Aber es ist ein Reflex, nicht wahr? Ich kann nicht wirklich aufhören, es zu tun. Und es fühlt sich die ganze Zeit an, als würde man ertrinken. Also hol mich sofort hier raus, du kolossaler Trottel! Ich bin der Einzige, der weiß, dass du hier unten bist. Stimmt nicht. Ich weiß, dass ich hier unten bin, oder? Ich schätze, da hast du recht. Ha! Wenn ich dich hier lasse, glaubst du, du kannst dich befreien? Natürlich nicht. Glaubst du, ich habe es nicht schon versucht? Es ist eine Frage von Hebelwirkung. Damit meine ich, dass ich einen Hebel nehme und dir damit auf den Kopf haue, wenn du mich nicht sofort hier rausholst. Sobald wir in See stechen, wirst du wahrscheinlich vom Ruder zu breit zerquetscht. Warum sagst du das? Falls du dir Sorgen machst, dass du lange festsitzen könntest. Wenn ich dich in die Finger kriege, werde ich deine beiden Beine essen, sie auskotzen und noch einmal essen. Es wäre also klug von mir, dir diese Gelegenheit nicht zu geben. War nett, mit dir zu reden, Garlet. Was meinst du damit, war nett, mit dir zu reden? Oh, das meine ich natürlich nicht wörtlich. Ich beende nur höflich unser Gespräch. Warte, nein. Hol mich hier raus, um Himmels Willen. Du Pavian, das wirst du mir büßen. Ja. Also ich befürchte, wir werden keine Freunde mehr. Mir war so, als ob man hier noch irgendwas mitnehmen könnte. Ach so, ja, das Messer. Sieht wie eine Antiquität aus. Du Clown, das bringt doch nichts. Es hat mich nicht einmal gestört. So, jetzt haben wir noch ein Messer. Früher war es in Gallets Rücken.
Ja. Wir helfen uns irgendwie nicht weiter. Gehen wir noch mal hoch. Schöne Aussicht von hier oben. Sicher. Ich schaue mich gerade nach einer anderen Möglichkeit um, nach Monkey Island zu kommen. Nur zu. Hey, Flambé! Schiff ahoi! Du solltest versuchen, ab und zu durch dieses Ding zu sehen. Alles ist einfacher, wenn ich es nicht tue. In diesem Fall könntest du recht haben. Es ist Captain Madison. Mach die Kanonen klar. Mach dir keine Sorgen. LeChuck weiß schon, dass sie da draußen sind. Er hat auch die Kanonenkugeln rausgeworfen. Sie waren metrisch. Warte, vergiss es. Da ist was los. Sie haben einen Kessel an Deck. Das sieht aus wie eine Zimtstange. Minze? Tintenfischtente? Hey, Moment mal. Ich kenne das Rezept. Sie sind nicht gekommen, um uns zu versenken. Diese Wiesel fahren nach Monkey Island. Okay. Sie haben Threepwoods Expedition untergraben, um den Preis für sich zu beanspruchen. Du willst diesen Namen auf diesem Schiff nicht laut aussprechen. Vertrau mir. Warum sind Sie nicht glücklicher? Ein gut platzierter Dolchstoß ist ein Grund zum Feiern. Aha! Ihnen fehlt ein Schädel. Alle haben alle möglichen Zutaten, nur keinen Schädel. Das ist doch sehr irritierend. Naja, gut. Wir brauchen keinen Zaubertrank, weil Sie einen haben. Was? Tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst. Bereit machen zum Segelsetzen. Sehe ich für dich aus wie ein Quartiermeister? Für mich siehst du ganz sicher nicht aus wie einer. Ich werde mit Iron Rose reden. Das wird großartig. Wenn du meinst, Schrubbi. Ich habe eine Idee, wie wir nach Monkey Island kommen können. Das hast du gesagt. Du solltest Iron Rose davon erzählen. Oder jemanden, den es interessiert. Wenn du eine solche Person finden kannst. Das klingt so, als hätte er kein Interesse. Ich habe eine tolle Idee. Geht es dabei ums Wischen? Nein, es geht darum, einem anderen Schiff nach Monkey Island zu folgen. Seht, Captain Madison ist gerade östlich von uns. Madison? Puh, sie schuldet mir Geld. Und einen Hut. Sie brauen den Zaubertrank, um nach Monkey Island zu gelangen. Und? Und ich werde ihnen helfen, ihn zu Ende zu brauen. Und dann folgen wir ihnen. Alles, was ich tun muss, ist, ihnen irgendwie einen Schädel zu besorgen. Bereit machen zum Segelsetzen. Nein! Wir wollen nicht einmal nach Monkey Island. Gallet hat uns eine perfekte Ausrede geliefert, das zu umgehen. Und jetzt bist du dabei, es zu vermasseln. Sperren wir ihn im Laderaum ein. Wow, wartet! Warum solltet ihr nicht nach Monkey Island wollen? Eine bessere Frage wäre, warum sollten wir wollen? Auf dieser Insel gibt es nichts außer dem Geheimnis. Und das Geheimnis lässt sich nicht durch 6 teilen. 7. LeChuck will es nur wegen seiner Besessenheit von dem Milchbubi Guybrush Threepwood. Hey, habe ich euch erzählt, dass er nach einem Job auf dem Schiff gefragt hat? Threepwood? It's funny, cause it's true. Das Geheimnis ist ein Rätsel für die Ewigkeit, das gelöst werden muss. Das ist toll. Aber jemand anderes kann es lösen. Wir sind keine gemeinwohlorientierten Leute. Wir sind Piraten. Ich glaube, ihr macht einen Fehler. Lasst uns darüber abstimmen.
Die Abstimmung erfolgt bei einem Glockenschlag. In Ordnung. Pass auf, Schrubbi. So treffen wir Entscheidungen auf einem Piratenschiff. Es geht um die Frage, ob wir nach Monkey Island fahren sollen. Ich stimme mit Nein. 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 Ei. Die Abstimmung muss einhellig sein, was nicht der Fall ist. Sitzung vertagt. Was bedeutet einhellig? Das bedeutet, dass ich jedes einzelne Mitglied der Mannschaft überzeugen musste, seine Stimme zu ändern. Wow. Ja, auch das bedeutet einhellig. So, das heißt, wir haben eine aktualisierte To-Do-Liste, was? Wir haben einen alternativen Weg. Wir haben ihr davon erzählt. Das Votum ist aber noch nicht einstimmig. Wir können auch noch mal gucken, was wir hier für eine Quizfrage erhalten haben. Das Geisterhumen-Verdauungsproblem heißt... Oh! Ich glaube, die Frage kann ich beantworten. Ich habe es zwar schon wieder vergessen, aber es stand ja hier auf dem Zettel. Hört auf, Molly zu überfüttern, ihr faulen Säcke. Sie hat Verdauungsprobleme und ich habe es satt zu putzen. Ah. Man findet nämlich immer wieder in den Szenen irgendwo Quizkarten und die Quizkarten sind Fragen und die Fragen muss man richtig beantworten. Und das sind 100 Karten und wenn man sie alle richtig beantwortet, passiert wahrscheinlich irgendwas, aber keiner weiß was. Wie viele Krähen befinden sich im Krähennest von The Ship? Auch das ist eine Frage, die wir hier beantworten können. Man muss ja nur gucken. Also hier sind zwar Wolken und es sind auch Haie. Aber ich unterstelle einfach mal, dass ich hier keine Krähe sehe. Das bedeutet, die richtige Antwort auf die Frage, wie viele Krähen befinden sich hier, ist 0. Hart am Arbeiten? Niemals. Sah auch nicht so aus. Lass uns über dein Votum zur Reise nach Monkey Island sprechen. Gibt es einen bestimmten Gefallen, den ich dir tun kann? Ich weiß nicht viel über deine Interessen. Meine Hauptinteressen sind Schlafen und Essen. Ich versuche beides so oft wie möglich zu tun. Was deine Stimme angeht... Es bedeutet mir sowieso nicht so viel, aber hey, eine Hand wäscht die andere. Du willst, dass ich dir die Hand wasche? Redewendung. Du brauchst dich nicht zu verbrennen. Tu etwas Nettes für mich und vielleicht helfe ich dir. Was ist das für ein Buch? Es ist ein Buch mit Witzen aus der Unterwelt. Witze aus dem Jenseits, die man in dieser Welt nicht kennt. Unterweltwitze, hast du gesagt. Sind sie gut? Urkomisch. Meinst du, du bist bald mit dem Lesen fertig? Nee. Ich habe nicht wirklich etwas anderes zu tun.
Tut es weh, wenn dein Kopf in Flammen steht? Ich bin ein Dämon, das ist bei uns so üblich. Man gewöhnt sich daran. Wenn du deinen Kopf in einen Eimer Wasser steckst, würde das helfen? Dämonenfeuer brennt unter Wasser, also nein. Ich nehme an, du trägst keine Hüte. Ab und zu. Für ein paar Sekunden sehe ich gut darin aus. Ich kann nicht aufhören, über deinen Kopf nachzudenken. Ich meine, wie es wäre, einen Kopf zu haben, der in Flammen steht. Ich kann dir dabei helfen, wenn du so neugierig bist. Hast du ein Lieblingsessen? Oh, ja. Brennendes Alaska. Salzig wie die Tränen der Witwe. Süß wie Rache. Und feurig wie ein heißer Schürhaken auf der Zunge. Außer wenn Putra es macht. Leider. Sie macht es für meinen Geschmack nicht heiß genug. Tja, also ich würde mal vermuten, dann muss ich ihm wohl dieses Essen. Weiter mit der schlechten Arbeit. Immer. Diese Dinger werden von Jahr zu Jahr raffinierter. Ich wünschte, das würde bei uns allen so sein. Sieht aus, als hätten sie ihr Schädelproblem noch nicht gelöst. Gut. Ich würde gern über deine Abstimmung zum Thema Monkey Island diskutieren. Ich sage nein. Ich fürchte, nach Monkey Island zu gehen, bringt mir nicht wirklich etwas. Wäre ein Tapetenwechsel nicht schön? Ich habe schon viele Tapeten gesehen. Wie wäre es, wenn es sich für dich lohnen würde? Ich höre. Woran hättest du Interesse? Oh, ich habe alles, was ich brauche, aber mir ist langweilig. Früher hatten wir ein Unterhaltungsbudget, aber für dieses schicke neue Schiff wurde so viel Kredit aufgenommen, dass es keinen Schnickschnack mehr gibt. Unterhaltung, sagst du? Ich bin mir sicher, dass mir etwas einfällt. Unterhaltung ist mein zweiter Vorname. Das ist witzig. Ich mag gute Witze. Allerdings halten sie nicht sehr lange. Okay. Also Witze. Der Typ oben hat ein Buch mit Witzen. Das scheint mir eine Lösung zu sein. Hör mal, wegen der Reise nach Monkey Island. Dagegen haben wir gestimmt. Genau. Ich will versuchen, dich davon zu überzeugen, deine Meinung zu ändern. Aber wenn schon nicht deine Meinung, dann wenigstens deine Stimme. Viel Glück dabei. Ich bereue es, gerade dich eingestellt zu haben. Ah ja. Ich könnte dir im Gegenzug einen Gefallen tun. Win-win. So funktioniert Politik, oder? Ich gebe meine Meinung und mein Urteilsvermögen nicht für Geld oder Gefallen her, Schrubbi. Ich bin nicht käuflich. Ich habe ein moralisches Zentrum. Ich habe auch so eins. Es ist nur etwas klein und liegt an der Seite. Wie ein Nietnagel. Hoffen wir, dass es dir in deiner Karriere als Pirat keine Probleme bereitet. Bis jetzt nicht. Als Quartiermeisterin solltest du LeChuck gegenüber eigentlich loyaler sein. Der, wie ich anmerken möchte, sehr gern dorthin fahren möchte. Ich bin schon lange bei LeChuck. Genau. Am Anfang bewunderte ich wirklich die Art, wie er die Welt sah. Durch einen rötlichen Schleier der ständigen Wut? Ich weiß es nicht. Das ist es einfach. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich so inspirierend fand. Das macht es schwer, ihm bei einem persönlichen Abenteuer wie beim Geheimnis von Monkey Island zu folgen. Oh. Wir haben noch diese einnehmende, inspirierende Einführungsbroschüre. Erinnerst du dich daran, dass du mir das bei meiner Einweisung gegeben hast? Da stehen ein paar gute Sachen drin. Ach ja, ich habe das selbst zusammengestellt, weißt du? Kein Witz? Vertrauen missbrauchen, Betrug begehen, Körperverletzung androhen. So unerschütterlich, so unapologetisch und rücksichtslos. Das erinnert mich wirklich an früher. Mich auch. An heute Morgen in meinem Fall. LeChuck ist wirklich ein toller Anführer. Du kannst das behalten, wenn du willst. Nein, danke.
Jetzt weiß ich wieder, warum ich LeChuck überall hin folgen will. Selbst wenn ich denke, dass er etwas Dummes tut. Nur um das klarzustellen, das heißt, du stimmst jetzt für Monkey Island? Ja, auch wenn ich weiß, dass du das willst. Ist okay für mich. Okay, da haben wir also wenigstens schon mal eine Person überzeugt. Iron Rose. Brauchen wir noch Flair Gory und Putra ist die Köchin, glaube ich. Dann gehen wir doch da mal unten rein. Gehen wir doch direkt mal rein, ne? Flair? Was willst du? Können wir über dein Votum für die Reise nach Monkey Island sprechen? Nein. Ach, komm schon. Es muss doch etwas geben, was ich für dich tun kann. Etwas, das du willst. Nichts, was du mir geben kannst. Versuch's doch mal. Okay, gut. Heute Morgen habe ich das Wahlmesser meiner Großmutter verloren. Es war ein wunderschönes Erbstück. Ich habe es sehr geschätzt. Und jetzt ist es weg. Bring mir das Messer und ich stimme für deinen dummen Plan. Toll. Kannst du mir sagen, wo und wann du es zuletzt gesehen hast? Es ragte aus Garlets Rücken, gleich nachdem ich ihn damit erstochen hatte. Wahrscheinlich ist es noch da. Ich habe dein Messer. Das Messer meiner Großmutter. Danke, Shrubi. Ich habe keine Ahnung, wie du das geschafft hast, aber ich denke, ein Deal ist ein Deal. Ich stimme für deinen dummen Plan. Noch jemand überzeugt. Das läuft doch wie ein Länderspiel. Also, Putra. Chefköchin Putra. Bitte nenn mich Chefköchin. Alle tun das. Ach ja? Nein, nie. Aber das sollten sie. Ich möchte versuchen, dich bezüglich der Abstimmung über Monkey Island umzustimmen. Spar dir deinen Atem. Ich bin unüberredbar. Es gibt nur eine Meinung, auf die ich Wert lege. Und das ist die von Iron Rose, der klügsten Person auf dem Schiff. Zweitklügste. Jetzt, wo du es erwähnst, fällt mir ein, dass ich erst letzte Woche gesagt habe, dass ich immer mit Rose stimmen würde. Also werde ich das auch in diesem Fall tun. Wie auch immer Rose abstimmt, so werde ich auch abstimmen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Toll. Wie kommt es, dass dich die Leute nicht Chefköchin nennen? Weil sie ein Haufen langweiliger Tölpel sind, die ein gutes Essen nicht erkennen würden, wenn es ihnen im Mund explodiert. Was übrigens oft der Fall ist, wenn man es richtig zubereitet. Oder falsch. Aber das liegt vor allem daran, dass ich eigentlich eine Köchin bin. Keine Chefköchin. Es ist eine Berufsbezeichnung. Ein Chefkoch ist also Rang höher als ein Koch? Ja. Natürlich bin ich auf einem Schiff dieser Größe immer noch die Einzige, die Essen zubereitet. Also bedeutet dieser Teil nichts. Es geht nur um Anerkennung. Bekommt ein Chefkoch mehr Geld als ein Koch? Ha! Ich meine ja, aber auf diesem Schiff nicht genug, um einen Unterschied zu machen. Es geht um das Prinzip. Hast du versucht, eine Beförderung zu bekommen? Nur etwa ein Dutzend Mal. Ich habe den schriftlichen Antrag mit Fallstudien und einer Kosten-Nutzen-Analyse stets parat. Daran ist absolut nichts auszusetzen. Aber LeChuck weigert sich, ihn zu unterschreiben. Management. Ja. Ich nehme an, du weißt nicht, wie man brennendes Alaska macht? Natürlich kann ich brennendes Alaska machen. Aber das werde ich nicht tun. Warum nicht? Für brennendes Alaska braucht man einen guten Chefkoch. Offensichtlich bin ich immer noch nur eine Köchin. Ich verstehe. Was genau ist brennendes Alaska? Stell dir ein Dessert vor, das wie eine riesige beinlose Qualle geformt ist. Mit einer Textur wie Eiscreme, die in Schaumstoff eingewickelt ist. Und das dein Gesicht in Brand setzt, wenn du es isst. Ha! Appetitlich. Nicht wirklich. Kanntest du Gullet gut? Klar. Er und ich waren die einzigen Zombies in der Mannschaft, bis du aufgetaucht bist. Aha.
Wie wurdest du ein Zombie? Oh, auf die übliche Weise. Damals war ich an der Kochschule. Zuerst dachte ich, ich hätte eine allergische Reaktion auf Erdbeeren. Was ist mit dir? Ich? Ein anderer Zombie hat mich gebissen, während er versucht hat, mein Gehirn zu essen. Natürlich. Ein Biss? Dieses Ammärchen? Wenn du es mir nicht sagen wolltest, hättest du es einfach sagen sollen. Manchmal vergesse ich, dass ich ein Zombie bin. Ich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, einen anständigen Kochjob in einem Restaurant oder einem schicken Herrenhaus zu bekommen, sagen sie, ich sei zu grün hinter den Ohren und tun so, als würden sie über die Erfahrung sprechen. Aber ich weiß, was sie meinen. Zombies brauchen sich nicht zu bewerben. Wir wollen nicht, dass sie in der Nähe des Essens vor sich hin verrotten. Solche Erfahrungen musst du doch auch haben. Mein Job als Geburtstagsclown hat sich erledigt. Stell dir vor, du denkst, Zombies sind für Kinder gruseliger als Clowns. Es gibt keine Gerechtigkeit. Es ist absurd. Wie auch immer. Bist du sicher, dass du kein brennendes Alaska machen willst? Wie ich schon sagte, brennendes Alaska verlangt nach einer Chefköchin. Ja. Ich überlasse dich wieder dem Kochen. Ja. Müssen wir wohl diese... Warum schaue ich nicht mal, ob ich mit deiner Beförderung weiterkomme? Ich glaube, LeChuck mag mich. Klar, mach dich nur lustig. Wenigstens werden wir alle etwas Unterhaltung daraus ziehen. Dann gehen wir doch mal rein. Du, Shobi, komm her! Du bist neu auf meinem Schiff. Ich lerne gern alle Mitglieder meiner Mannschaft kennen. Wie ist dein Name, Shobi? Blutschwert, der Gefürchtete. Hör zu, ich werde dich einfach Shobi nennen. Es ist nicht gut für die Befehlskette, wenn wir zu nett zueinander sind. Fragen? Keine? Gut, ich mag eine Mannschaft, die keine Fragen stellt. Jetzt geh wieder an die Arbeit, bevor ich deine Eingeweide als Köder verwende. Warte! Vergiss das Kiel holen morgen um 4 nicht. Ich betrachte es gern als eine teambildende Maßnahme. Werde ich nicht. Gut, also da sind wir jetzt nicht so richtig weitergekommen. Er müsste also irgendwie da weg sein. Oder vielleicht auch nicht. Siehst du nicht, dass ich nachdenke? Mach es kurz, Shobi! Es gefällt mir nicht, wie du meine Karte anstarrst. Das ist die einzig wahre Karte zum Geheimnis von Monkey Island. Von mir mit großem Aufwand und viel Mühe beschafft. Ich werde nicht zulassen, dass du sie anfasst. Nicht mal mit deinen Augäpfeln. Zumindest nicht, solange sie noch in deinem Schädel sind. Lass die Augen von der Karte, Shobi! Was glaubst du, was du da tust, Shobi? Zurück, wo du hingehörst! Einer ihrer Vorfahren? Das geht dich nichts an, Shobi! Das ist mein Privatbereich, Shobi! Ja, ich habe das Gefühl, wir können hier nicht so viel machen. Wir können ihm das natürlich aber wahrscheinlich geben, oder? Geht es wieder um eine Beförderung für Pewtra? Ich habe ihr schon 100-mal gesagt, dass ich das niemals unterschreiben werde.
Noch eine Sache, Schrubbi. Jetzt, wo du der erste Schrubber bist, musst du den Schrubbi-Bericht ausfüllen. Nimm diesen Bericht, fülle ihn aus und gib ihn Iron Rose, damit sie ihn unterzeichnet. Manche sagen, dass es der Grog ist, der ein Piratenschiff am Laufen hält. Das ist es nicht. Es ist der Papierkram. Aha. Ja gut. Da haben wir also jetzt wahrscheinlich einen Hinweis, was wir noch als nächstes machen müssen. Aber es ist mal wieder eine Runde vorbei. Insofern machen wir an dieser Stelle ein kleines Päuschen. Ja, ja, der gute alte Papierkram. Nichts geht drüber. Genau, und dann versuchen wir mit dem Papierkram beim nächsten Mal weiterzumachen. Bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!